Nein, komm, jetzt bleibe ich mal hier. Ich habe keine Lust mehr. Aber den hole ich mal da raus. Im Flug den Kopf abgeballert. Geil. Guck mal, der Kampftechniker, der macht da ja gar nichts. Doch, jetzt fliegt er. Oh, oh, und eine Heilung. Ey, nee, jetzt lad doch mal auf, bitteschön. Ach, da unten zwei Schilder. Ich geh einmal hier weg. Ui. Von wie viel kommen hier denn? Mal folgendes machen. Granate drauf. Geht doch. Ich habe keine Lust, hier wieder abzukacken. Sauber! Nein! So, demnach ist es nur noch die Kanone hier oben. Generatorschilde. Weg hier! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie durch muss. Es werden nicht weniger. Hä? Ja, wo ist hier denn noch einer? Keine Lust, das hier irgendwo herzulaufen und dann wieder abzukacken. Das wäre doof. Sofort. Oh, da drin geht's weiter. Hier durch. Kaylee, wir sind im Atrium. Ich nehme einen freien Weg zu den Shuttles. Wir treffen uns dann dort. Jetzt speicher doch. Geht nicht. Doch, jetzt geht's. So, jetzt kann ich mich wieder frei bewegen. Sehr ordentlich, Brangley. Diese Techniker immer nice. Hat er eine Waffe da aufgestellt, ey. Oh, da war noch einer. Geil. Jetzt im Ernst, warum bleiben die hier drin stehen? Warte, der eine geht dahin. So ein bisschen verbuggt. Oh, da sind noch mehr. Ah, hier kommt man hoch. Hey. Ich glaube, der hat aber noch gelebt, oder? Ein Schildmännchen. Tschüss. Matsch. Ihr wollt meine Kinder? Ihr seid alle tot, hört ihr mich? Ich glaube, er schwebt tot nach oben. Das ist auch blöd, dass man ihn so nicht umwerfen kann, die Kanonen.
Heilung! So, dann mache ich das auch. Und tschüss. War es das jetzt? Nee, doch. Doch, da ist noch eine Kanone. Alle okay da oben? Rodriguez hat am Arm erwischt, weil sie nicht auf ihre Barriere geachtet hat. Commander, ich habe die Sicherung des Shuttles erreicht, ohne entdeckt zu werden. Aber sie wissen jetzt, was wir vorhaben. Sie müssen sich beeilen. Schau doch mal ab hier. Na klar. Noch mehr beeilen? Fehlt nur der Endboss. Zwei Atlas waren noch nicht genug. Das ist eine beeindruckende Barriere, Octavia. In unserer Akte steht, dass sie sich mit Schild im Feuer öffnet. Oh, wo fliegt der denn hin? Muss ich bestimmt überreden, mit mir mitzukommen. Ich bin Commander Shepard, Allianz. Ich will Ihnen helfen. Das habe ich dem letzten schon nicht abgekauft und für Sie gilt das auch. Das ist ein Multikern-Schildprototyp auf der Basis zyklonischer Barrieren. Er hält Ihnen stundenlang stand. Sanders, hier Shepard. Ich habe hier verängstigte Studenten hinter einem Schildprototypen. Woher wissen wir, dass das kein Trick von Cerberus ist? Überprüfen Sie die Verzerrungsspitzen, Isaac, wie ich, als Sie die Ausgangssperre umgangen haben. Aha. Wenn das Octavias Schild ist, erinnern Sie sie an den Punktabzug, weil die nicht simultane Energie die Emitter überlastet hat. Danke, Sanders. Sie haben großartige Arbeit geleistet. Die Biotik-Studenten sind da oben. Bleiben Sie zusammen. Sie kommen hier raus. Okay, danke. Für mein Team war die Leute so hässlich. Also für jemanden, den ich mitnehmen würde. Und da geht's nicht entlang. Ziemlich linear eigentlich. Sehen aus wie Pläne für Verstärker-Interfaces. Nicht so gut wie das, was wir bereits haben, aber trotzdem einen Blick wert. Oh, neue Forschung, was? Und ich sollte gleich echt mal gucken, was ich noch für Kleidung habe. Hä? Datenlock. Um jeden Preis lebend erhalten. Der war schon da. Rodriguez ist das. Ich will da rein. Echt? Geht er da rein? Sauber. Krass. Ui. Okay, das war ein Nahkampf. Ach, da unten sind welche. Hier kommt der Atlas. Wo seid ihr? Ich bin zu tief drin hier, oder? Bäm! Da ist das Shuttle! Rüber da, ins Feuer rein! Brainley, Rodriguez, dranbleiben! Ach, da draußen ist der Shuttle! Klatsch! Will ich verarschen? Ich hoffe, er hat jetzt da daneben geschossen. Matsch! Ich glaube, der ist Matsche geworden. Aber wenn ich mich hier hinstelle, so hier so, dann laufen die um mich rum, die Wichser. Ich glaube doch nicht. Ich weiß nicht, wo sie sind. Einer im Schild, tschüss. Und
Warum ist Nahkampf geht nicht mehr? Oh, da kommen ganz viele, da kommen ganz viele an. Oh, wo gehen die denn her? Matsch. So. Nein, er hat's durchgeschafft. Okay. Ich glaube dann doch nicht. Wo waren sie denn da? Okay, nächstes Platt. Wo sind sie denn noch? Ich glaube, von hier habe ich gerade Schüsse gesehen. Ne, der gehört zu mir. Was macht er? Er fliegt in der Luft. Ah. Ach, da oben kommen die durch. In dem Atlas. Oh, verdammt. Kann ich auch, Kollege? Nein, er trifft mich sogar. Okay, volle Power drauf. Komme ich denn hier raus? Achso, X aus. Achso, F für Nahkampf. Ah. Beeilung, Commander. Die Normandy hat den Kreuzer von seiner Position weggelockt. Wir müssen jetzt hier weg. John Grissom, Gründer. Beeilung, Commander, wo soll ich denn her? Warte, erstmal gucken wir mal hier so ein bisschen noch rum. Ein paar Spinte sind hier noch. Da liegt sogar noch was. Magazin-Upgrade. Da ist nichts. Oh, da hinten durch die Tür wahrscheinlich. Mach ich. Mir nach, Leute. Oder liegt hier eventuell noch was drauf auf der Kommode? Nö. Thermoskanne. Kaylee, wie geht's voran? Shuttles entriegelt. An die Steuerung und Studenten an Bord. Halt! Wo zum Teufel ist Rodriguez? Oh je. Sie braucht Feuerschutz. Sie braucht mehr als das. Bam! Wir werden jetzt mit Jack getroffen. Oh, doch nicht. Die konnte man im zweiten Teil auch poppen. Das habe ich beim ersten Durchgang gemacht. Joker, wir sind in einem Cerberus-Shuttle. Da wollten wir rendern, nur nichts mehr von mir. Dauert nur eine Minute. Danke, Commander. Ohne Sie wären wir nie von dieser Station runtergekommen. Den haben wir es gezeigt. Ja, ich habe euch einen runtergeholt. Bei dieser Gelegenheit gibt's auf meine Kosten Tattoos für alle. Was wollt ihr haben? Ascension-Projekt-Logo? Eine leuchtende Faust? Ein Einhorn für Rodriguez? Lecken Sie mich, Ma'am. Wir haben Sie wirklich lebend rausgebracht. Ich wollte Sie nur unterstützend eingreifen lassen. Vielleicht sind Sie doch schon bereit. Sie sind absolut bereit. Aber die Allianz braucht Sie als Unterstützung. Ja. Was? Wir haben Artillerieausbildung. Wir brauchen keine neue Artillerie, sondern stärkere Barrieren für unsere Fronttrupps. Das ist doch scheiße! Hey, wenn Sie uns dafür brauchen, dann machen wir das. Zum Ballern kommen wir dann schon noch. Commander, wir haben Sichtkontakt. Andocken vorbereiten. Hey Jack, werden Sie beim Militär jetzt auch Uniform tragen? Oder lassen Sie die Offizierstreifen nur eintätowieren? Leck mich, du Arsch! Flight Lieutenant. Was zum Teufel war das denn? Jack hat versprochen, weniger zu fluchen, um den professionellen Ruf zu wahren, den wir von unseren Lehrern verlangen. Ah. Haben wir auch eine Fluchkasse? Denn wenn wir die plündern, können wir uns bestimmt ein
Ohren zu halten, Kinder. Hey, Joker, leck mich. Das war ich nicht, das war geschnitten. Gute Arbeit, Shepard. Oh, mein anderes Telefonat. Ich will nicht ausmalen, was mit den Kindern in den Händen von Cerberus passiert wäre. Hackett lässt die begabteren Studenten einen Blick auf den Tiegel werfen. Vielleicht haben wir was übersehen. Sie wollen uns unbedingt helfen. Diese Studenten sind mit das Beste, was wir zu bieten haben. Und wir schicken sie in die Schlacht. Ich hasse diesen Krieg. Passen Sie auf sich auf, Admiral. Sie auch. Anderson Ende.